Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute werde ich euch mal zeigen, wie ich eine frisch gekaufte Pflanze aus dem Gartencenter in meine persönliche Kultivierung übernehme. Das heißt, in dem Fall in Selbstbewässerung bzw. in ein hydroponisches System oder einfach in leichter Wasserkultur mit mineralischem Substrat. Das kommt hier in so einen Topf rein, die Pflanze später. Also ihr seht hier mit Wasserstandsanzeiger, mit Wasserreservoir unten, dass man nicht jeden Tag gießen muss. Wobei das bei dieser Pflanze sowieso überhaupt kein Problem darstellt. Aber was man da beachten muss, das zeige ich euch heute. Denn da gibt es ganz wichtige Punkte, die man nicht vergessen sollte. Es soll hier heute gar nicht speziell um die Art der Pflanze sich handeln. Wir haben hier eine Palmlilie, eine Yucca mit wirklich sehr dicker Stammbasis, also die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Heute soll es sich primär erstmal darum drehen, wie wir dieses Pflänzchen hier aus der Erde befreien. Ich kann es auch mal kurz aus dem Topf rausheben. Also wir sehen, es ist gut durchwurzelt, aber noch sehr, sehr nass ganz unten, was gerade jetzt für die Palmlilie, für die Yucca nicht optimal ist. Die mag es eher ein bisschen trockener und deswegen muss dieses torfhaltige Substrat weg. Wir sehen hier oben, beginnt auch schon ein bisschen Schimmel, obwohl die Oberfläche sehr, sehr stark abgetrocknet ist. Also da ist gar keine Feuchtigkeit mehr in dem Torf hier oben drin. Zudem haben wir hier sehr große Holzpartikel, die auch anfangen, Myzele zu entwickeln, also Pilze, befinden sich hier auch drin. Alles nicht optimal, deswegen werden wir das heute behandeln. Dazu müssen wir natürlich die Erde vollständig von den Wurzeln entfernen. So, ich bin jetzt an der Spüle angekommen. Ich habe hier auch schon mal direkt einen Schlauch bereitgelegt, den ich hier am Wasserhahn angeschlossen habe, dass wir hier später die Wurzeln ein bisschen abspülen können mit ein bisschen mehr Druck, als hier aus dem normalen Hahn rauskommt. Und wir werden jetzt erstmal grob die Erde entfernen, dass wir natürlich nicht unseren Abfluss verstopfen, da müssen wir drauf achten. Und dann geht's ins Detail. So, schauen wir mal. Wir haben hier wirklich, wie gesagt, diese Holzstücke. Ich werde den jetzt erstmal aus dem Topf rausholen. So. Also den Topf ist eigentlich ein ziemlich schicker Topf, den können wir wiederverwenden. Der gefällt mir ganz gut. Den packen wir beiseite. So, und dann fangen wir jetzt hier langsam von oben nichts ziehen oder so, weil sonst reißen wir Wurzeln ab. Nur erstmal alles, was locker ist, entfernen. Wir sehen, oben lässt sich doch gut die Torfschicht abtragen, aber es ist schon relativ stark durchwurzelt. Und ich tue so ein bisschen leicht kneten und versuchen, keine Wurzeln abzureißen. Ja, das hat ja super funktioniert, ne? Aber ihr seht, wie einfach die Wurzeln hier abfallen. Was haben wir denn hier? Das ist Holzspäne? Also, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Das sind richtige Holzfasern, Holzspäne. Okay, ist das vielleicht das Anzuchtsubstrat gewesen? Weil das sieht aus, als wäre hier das Anzuchtsubstrat gewesen. Und dann haben die einfach diese Torferde oder dieses Torfsubstrat rundherum aufgefüllt. Das sieht so für mich aus. So, ich habe jetzt mal alles, was locker war, oben drauf und an den Seiten entfernt. Und jetzt möchte ich nicht weiter dran rumfummeln, da da doch die ein oder anderen Wurzeln abreißen. Manche sind auch schon faulig, weil hier doch ein bisschen arg viel Feuchtigkeit drin war. Oder abgetrocknet, weil manche Stellen zu trocken waren. Also sehr schlechtes Substrat. Wir fangen jetzt an mit dem
mit der Gartenbrause hier ein bisschen das alles feucht zu machen und langsam mit dem stärkeren Strahl das abzuspülen. So, ich habe jetzt, nachdem wir die Wurzeln abgespült haben und die Erde entfernt haben, erstmal eine kleine Mittagspause gemacht, weil es war ja doch deutlich anstrengender als erwartet. Da war wirklich sehr, sehr, sehr viel organisches Material drin, riesige Rindenstücke und extrem viel Holzspäne. Was mir eigentlich klar war, weil diese Yuccas und auch Elefantenfüße werden in Holzspänen angezüchtet. Und dann einfach vertopft und nach Deutschland geschickt. Aber dass es wirklich so dicht und schwierig zu entfernen war, das hätte ich nicht gedacht. Deswegen habe ich die Pflanze erstmal hier in einen Topf reingestellt, damit die Wurzeln nicht austrocknen, weil die sind jetzt relativ empfindlich in diesem Stadium. Mit Wasser aufgefüllt und ein bisschen Wasserstoffperoxid rein, damit ein bisschen Desinfektionswirkung da ist, vielleicht um Pilzsporen und so Zeug abzutöten. So, ich würde sagen, wir holen den jetzt mal hier raus. Wir sehen ja nicht allzu viele Wurzeln. Ich muss auch zugeben, es sind sehr, sehr viele abgefallen, natürlich beim Entfernen der Erde, aber ja, was soll ich sagen? Besser so, als wenn die Wurzeln nachher im mineralischen Substrat verfaulen. Das ist kontraproduktiv. Da können wir auch Stammfäule bekommen, was den Tod der Pflanze bedeuten würde. Und das wollen wir natürlich verhindern. So, bevor wir jetzt die Pflanze einpflanzen können, brauchen wir natürlich ein geeignetes Substrat. Und das mischen wir uns jetzt direkt mal an. Dazu verwenden wir weißes Perlit extra für Pflanzen. Ist relativ günstig. Das verwenden wir zum einen, und zum anderen verwenden wir einen Mix aus Lavagestein, Lavagranulat, Bims und Zeolit. Auch sehr fein, alles in ähnlicher Körnung verwenden wir auch. Und das 50-50, und damit pflanzen wir jetzt die Yucca-Palmlilie ein. So, wir beginnen jetzt damit, dass wir die Pflanze erstmal auf die gewünschte Höhe hineinhalten in den Topf, damit wir nachher sehen, wie viel Substrat wir erstmal auffüllen müssen und dann erstmal eine ganz gute grobe Schicht unten reinfüllen. So, ich möchte nachher die Pflanze ungefähr auf dieser Höhe haben, relativ mittig, leider etwas nah an diesem Ding, aber das ist nicht schlimm, die wird sich trotzdem prächtig entwickeln. Und jetzt weiß ich, wie viel Substrat ich unten einfüllen muss. Und damit werden wir natürlich direkt einmal beginnen. So. Ganz langsam, dass es auch nicht zu staubig ist. Ja, ja. So, jetzt haben wir hier unten eine kleine Schicht drin. Ich verteile ich mal ein bisschen. Ein bisschen kann noch rein. So. Und jetzt kommt
wenn man alleine ist, der komplizierte Teil, denn ich muss jetzt Substrat einfüllen und gleichzeitig die Pflanze halten. Das ist immer nicht so einfach, aber ich werde mal mein Bestes geben und das jetzt versuchen. Dafür nehme ich mir natürlich hier so eine Schippe, Schaufel, wie auch immer, damit ich hier das gut dosieren kann und nichts daneben werf. Ja, ich denke mal, ich gebe mal Gas und wir schauen, wie das klappt. Mal wieder schön reinhalten hier. Und auffüllen. So, ich habe das jetzt mal so weit aufgefüllt, dass die Pflanze einigermaßen fest hier im Topf steht. Was wir jetzt ganz wichtig machen müssen, ist das Substrat ein bisschen zu rütteln, damit sich Hohlräume schließen, vor allem unter der Pflanze. Dadurch können die Pflanze auch gut Wurzeln entwickeln, da wo jetzt im Moment noch Luft ist. Und dadurch schlage ich jetzt einfach mal hier gegen den Topf und dann rüttelt sich das Ganze ein. So, und wie wir sehen, hat sich das Substrat stark gesetzt. Das heißt, wir füllen jetzt hier noch mal ein bisschen auf. So, ich habe jetzt ein bisschen an der Pflanze gerüttelt. Und wir sehen, es setzt sich immer noch Substrat nach unten ab. Bei dem Topf war jetzt hier so eine kleine Substratpackung dabei. Das ist oft sehr staubig und das wollen wir natürlich nicht in unserem Topf haben. Deswegen werden wir das jetzt ein bisschen durchwaschen mit heißem Wasser, dass da auch irgendwelche organischen Bestandteile, Pilze und so mit weggespült werden oder abgetötet. So, das gewaschene Substrat werden wir jetzt oben verteilen, weil das sieht doch ein bisschen besser aus, meiner Meinung nach, als das Perlit-Gemisch. Und damit fangen wir jetzt mal an. Schön gleichmäßig hier oben drauf verteilen. Wichtig bei diesem Topf ist, dass wir hier nicht über diesen schwarzen Rand drüber gehen, weil wenn wir nachher die Hebevorrichtung benutzen, wird uns das Substrat rüberrieseln und das wäre natürlich nicht gewollt. Deswegen müssen wir da aufpassen, dass wir nicht zu viel Substrat reinfüllen. Das wäre natürlich kontraproduktiv an der Stelle. So, jetzt werden wir noch einmal ein bisschen klopfen, um, wie gesagt, wieder kleine Lücken zu schließen. So, und dann ist das Eintopfen auch schon fertig. So, nach dem Eintopfen kommt einer der wichtigsten Schritte und das ist das Angießen bzw. zunächst mal das Durchspülen des Substrates. Und dafür drehe ich mal die Pflanze so, dass wir den Wasserstandsanzeiger sehen können und hier den Wurzelfuß. Wir werden jetzt hier vorsichtig einmal schön rundherum ordentlich Wasser eingießen. Ist egal bei welcher Pflanze, ist das einer der wichtigsten Schritte, auch bei Pflanzen, die wenig Wasser brauchen, muss hier mindestens ein bis zweimal durchgespült werden. Umso öfter, umso besser. So. Gucken wir mal, ob der Wasserstandsanzeiger sich bewegt.
Noch nicht, also können wir noch Wasser einfüllen. So, jetzt meine Gießkanne auch leer. Jetzt haben wir hier, wie viel ist da drin? 5 Liter. Jetzt haben wir da 5 Liter drin. Ja, okay, wir sehen, der Wasserstandsanzeiger bewegt sich. Das ist sehr gut. Warum machen wir das? Das hat mehrere Gründe. Zum einen sind Schwebstoffe im Substrat, wie wir gesehen haben, als wir das Substrat hier gewaschen haben. Da kommt ja einiges an Dreck raus. Zum anderen ist das Substrat relativ trocken und sollte sich erstmal ein bisschen mit Wasser sättigen. Auch wenn wir eher Pflanzen haben, die nicht viel Wasser brauchen, sollte das Substrat feucht sein, weil sonst die Wurzeln Schaden nehmen. So, und jetzt haben wir ungefähr die Hälfte beim Gießanzeiger oder beim Wasserstandsanzeiger drauf. Und ich würde sagen, das Wasser pumpen wir jetzt mal wieder ab. Und dann seht ihr, wie dreckig das ist. So, zum Abpumpen nehmen wir einfach hier so eine Handpumpe. Dazu drehe ich das Ganze mal, damit es hier zu mir zeigt. Dann nehmen wir hier die Kappe ab. Dann haben wir hier so ein Loch, wo wir ans Wasserreservoir kommen. Wir packen die Pumpe hier rein. Achso, ich wollte euch jetzt zeigen, wie das aussieht. Da muss ich ganz geschwind gucken. Nehmen wir mal hier so einen transparenten Topf. Ne? Also da ist nur Wasser drin oder der ist nur nass. Und dann leiten wir mal das Wasser, was wir hier rausziehen, hier in den Untersetzer. Ja, da kann man es schon sehen, das ist eine ganz schöne Brühe. Also ihr seht, uiuiui. Genau das saugen wir jetzt vollständig raus und dann spülen wir das noch ein bis zweimal mit frischem Wasser durch. So, ich habe jetzt noch zweimal das Wasser gewechselt. Das ist jetzt das dritte Mal, wo ich hier Wasser einfülle. Wieder schön gleichmäßig rundherum. Und dieses Mal werden wir das Wasser wieder abpumpen, aber danach kein Wasser mehr einfüllen, weil die Yucca doch eine sehr trockenliebende Pflanze ist, beziehungsweise Staunässe unbedingt vermieden werden sollte. Wobei das im mineralischen Substrat nicht so schlimm ist, wenn Staunässe vorhanden ist. Allerdings, damit sich die Wurzeln gut entwickeln und die Yucca gut anwächst, sollten wir das so handhaben. So, wir pumpen das jetzt noch einmal raus und dann lassen wir die Pflanze so, wie sie ist. So, im Wasserreservoir ist kein Wasser mehr, aus genannten Gründen, weil die Yucca eben erstmal nur Feuchtigkeit braucht und keine richtige Nässe, um Wurzeln zu bilden. Es braucht eigentlich keine Pflanze so wirklich. Dadurch bekommen wir auch schön viel Luft ins Substrat rein, falls jetzt der Wasserstandsanzeiger nochmal ein bisschen steigen sollte, weil Wasser raustropft aus dem Substrat in das Wasserreservoir rein, dann pumpe ich das nochmal ab, damit wirklich hier nur Feuchtigkeit gegeben ist und keine Nässe. Wie ihr hier vielleicht schon seht, ist das hier jetzt der Topf, wo die Yucca reinkommt. Dazu haben wir hier einen sehr guten Hebemechanismus. Oh, und dann nehme ich die mal und dann kommt die hier rein. Zack, dann klappen wir das ein und das ist unsere Pflanze. Die kommt jetzt so an ihren Bestimmungsort, darf dann schön anwachsen und erst, wenn die ersten 3 bis 4 cm Substrat hier abgetrocknet sind, wird hier wieder ganz wenig Wasser gegossen, bis wir wirklich merken, die Yucca ist im Wachstum, sie treibt unheimlich stark aus, weil dann braucht sie auch wieder ein bisschen Wasser, je nach Luftfeuchtigkeit natürlich. So,
Natürlich nicht vergessen, den Deckel hier, damit uns da nichts ins Wasserreservoir reinfällt, an Substrat oder anderen Dingen, kommt rein. Jetzt heißt es natürlich aufräumen. Die Pflanze sollte jetzt ein bisschen in Ruhe gelassen werden, nicht zu viel Stress ausgesetzt. Also man sollte jetzt nicht innerhalb von ein paar Wochen den Standort öfter mal wechseln. Die bekommt jetzt ihren Standort so lang, wie gesagt, bis sie angewachsen ist, und dann darf sie auch richtig durchstarten. Und dann wird es natürlich auch wieder Updates geben. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich super über einen Daumen nach oben freuen. Das ist ganz, ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und wir sehen uns in einem der nächsten Filme oder Videos. Bis dahin, macht's gut und ciao!